Report Mainz fragt: Cem Özdemir. Der Parteivorsitzende der Grünen gilt als entschiedener Kritiker des türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Herr Özdemir, wie bewerten Sie die Recherchen? Es wundert mich jetzt nicht wirklich, hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Es ist ja offensichtlich so, dass die türkische Regierung und Staatspräsident Erdogan den Eindruck haben, dass türkeistämmige Menschen irgendwie eine Zuständigkeit in der Türkei hätten. Also er zuständig wäre für sie und die Loyalität von Deutsch-Türken in erster Linie der Türkei gelten müssten. Da muss man, glaube ich, sehr klar machen, wer im BAMF arbeitet, wer bei der deutschen Polizei tätig ist, wer bei der Bundeswehr tätig ist, irgendwo, wo es sich um den deutschen Staat handelt, dessen erste und einzige und ausschließliche Loyalität muss diesem Staat, seiner Verfassung gegenüber und seinen Organen gegenüber gelten. Sie kann nicht einem fremden Staat, in dem Fall auch nicht der Türkei, gelten. Wer das anders sieht, dem muss gekündigt werden. Was muss künftig passieren, um solche Fälle auszuschließen? Ich glaube, man muss die Kriterien der Sicherheitsüberprüfung anpassen der Situation. Das heißt, es kann nicht sein, dass man bei Übersetzern andere Maßstäbe hat. Auch Übersetzer sind da in einem sehr relevanten Bereich. Sie können entscheiden darüber, welche Chancen jemand hat, anerkannt zu werden. Und im schlimmsten Fall kann es sogar dazu führen, dass die Person da Nachteile zu befürchten hat oder Familienangehörige im Herkunftsland. Das geht nicht. Das muss kategorisch ausgeschlossen werden, indem man die Kriterien der Sicherheitsüberprüfung dem anpasst, also sprich verschärft.